Schaut euch mal meine Hände. Ich bin leicht am Zittern, denn ich habe etwas vor, was ich eigentlich komplett ablehne. Ich gehe gleich schwimmen. Ich hasse nämlich das nasse Element. Keine Ahnung, warum ich das immer mache, aber ja, die Geschichte muss halt erzählt werden, oder? Leute, ich bin auf jeden Fall schon mal drin. Gezogen. Leute, was geht ab? Hier spricht wieder euer Random Life und heute bin ich wieder mit dem Alessandro. Und schaut euch mal meine Hände. Ich bin leicht am Zittern, denn ich habe etwas vor, was ich eigentlich komplett ablehne. Ich gehe gleich schwimmen. Ich hasse nämlich das nasse Element. Du kannst mich in irgendwelche dreckigen Höhlen schicken mit Spinnen. Aber duschen ist nicht seins. Aber duschen ist nicht meins, genau. Und deswegen bin ich gerade ein bisschen aufgeregt, ob ich es wirklich machen soll. Wie ihr gerade gesehen habt, liegt da eine Panzerwanne, eine Stuchs im Wasser. Und ich glaube, das Wasser ist so anderthalb, zweieinhalb Meter tief. Und ich habe auf jeden Fall vor, wenn ich es denn erreiche, da reinzuspringen und den Panzer von mit nach Hause zu nehmen. Mit nach Hause zu nehmen. Nee, natürlich unter Wasser dann zu filmen, damit ihr seht, wie diese Hinterlassenschaft aussieht. Insgesamt gibt es hier drei Stück in diesem See. Der ist relativ gut zu erreichen, deswegen habe ich mich entschlossen, mein Glück hier zu versuchen. Und drückt mir mal die Daumen, dass das auch klappt. Also in diesem Sinne, bis gleich. Leute, ich meine das wirklich ernst. Ich habe ein Handtuch. Und leider, leider, leider ist das Media-Mod von GoPro nicht wasserdicht. Und ich habe diesen Metallaufsatz von der GoPro. Habe ich ihn vielleicht doch dabei? Ich gucke gleich mal. Da kommt ein Fahrradfahrer. Und dann habe ich auch schon Schieflang gezogen und die letzte Notlösung ist der sogenannte Zipbeutel. Da würde ich die GoPro dann reintun und vielleicht können wir damit ein bisschen tauchen.
und uns das anschauen. Bin gespannt. Keine Ahnung, warum ich das immer mache, aber ja, die Geschichte muss halt erzählt werden, oder? Und ich sehe aus wie so ein Schwimmbademeister gerade. Und naja, mal schauen, ob es hier irgendwo eine Möglichkeit gibt, überzusetzen. Sieht aktuell nicht danach aus. Die andere Seite wäre deutlich einfacher. Ich zeige euch das mal. Leute, ich bin auf jeden Fall schon mal drin. Und ich bin auch nicht der Erste. Oh Gott. Oh mein Gott. Das Schlimme ist, ich habe jetzt noch nicht mal ein Handy dabei. Bedeutet, ich kann mich noch nicht mal orientieren. Das ist ja eine blöde Sache. Das ist ja eine blöde Sache. Ach Mist. Leute, ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee ist. Guckt euch mal das Wasser an. Das ist jetzt nicht so sauber. Mist. Ich glaube... Boah. Mein Gott, ist das glitschig. Aus dem Winkel sehe ich es nicht. Oh mein Gott, Mist. Sehr, sehr schlecht vorbereitet. Leute, bin schlecht vorbereitet. Ich müsste jetzt komplett einmal zum Auto zurückgehen, das Handy mitnehmen, den Pin suchen und dann hier ins Wasser gehen. Alleine das Wasser, das schreckt mich aber richtig doll ab. Und dann nochmal komplett hier zurückgehen. Ich guck mal, ich gehe erstmal hier wieder durch und dann seid mal gespannt, ob ich da den Weg nochmal wage. Hier ist alles voller Wege. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Schild vor war. Jürgen, erzähl mal. Also, ich hab's gewagt, aber weißt du, was ich nicht dabei hatte? Das war trocken, oder? Ja, genau. Weißt du, was ich nicht dabei hatte? Mein Handy. Das bedeutet, ich sehe das ja gar nicht vom Beckenrand. Ja. Weil das Wasser ja tief ist, dunkel ist und das Ding ist auch dunkel. Bedeutet, okay. Ich brauche mein Handy. Okay. Aber ich habe einen Eingang gefunden. Soll ich es machen? Ich bin jetzt schon komplett nass eigentlich, von daher wird es keinen Unterschied mehr machen. Und vor hatte ich es ja eh. Okay. Ich bin auf jeden Fall schon mal umgezogen, ausgezogen und ich habe einen Zipbeutel dabei. Das bedeutet, wenn ich gleich tauche, dann habe ich wenigstens die Möglichkeit, das Handy in einen Zipbeutel zu tun. Das sollte wasserdicht sein, aber wir wollen ja nichts riskieren. Mama, wenn du das siehst, mach da nicht zu Hause nach. Oh mein Gott. Wasser drin rein.
bisschen Wind ein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist schon ultra tief. Da steht er! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Er steht direkt vor mir. Ja, ich gehe jetzt drauf. Leute, ich stehe jetzt mitten auf dem Stuck. Und das Kanonenrohr ist noch da. Das Kanonenrohr ist noch da. Seht ihr das? Da ist das Kanonenrohr. Und stehe mitten vorne auf der Wanne, komplett. Alter Schwede. Wahrscheinlich ist die Sonne gerade nicht gut dafür. Da, seht ihr das Rohr? Da ist das Rohr. Oh, Leute, es ist abnormal. Der Stuck ist immer noch hier. Unfassbar. Unfassbares Abenteuer, Leute. Ich bin total glücklich, dass das funktioniert hat. Aber ich bin auch auf der anderen Seite sehr, sehr traurig, dass ich euch dieses krasse Objekt nicht zeigen kann. Wahrscheinlich werden wir hier nie wieder hinkommen. Von daher, ich gucke mir das jetzt noch ein bisschen an, versuche noch ein bisschen hier aufzunehmen. Ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen Schlick hochgewirbelt, aber ich versuche noch mal ein paar Aufnahmen von hinten zu machen wegen der Sonne. Ja, bis gleich. So, noch mal der letzte Versuch. Hier seht ihr die Laufrolle, die Wanne. Ich stehe direkt vorne auf dem und da ist das Rohr. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht hinfalle. Da seht ihr das Rohr. Es geht hier komplett lang. Vielleicht ist es auch eine Stange, aber es ist auf jeden Fall konzentrisch. Müsste also. So. Da müsste noch weiter. Deswegen gehen wir so langsam mal. Sag mal, ob ich es gemacht habe. Hast du es gemacht? Was denkst du denn? Ich glaube nicht. Warte mal, gib mal die Kamera. Ja. Jörg. Seitlich. Nein, nein. Ja, seitlich. Jörgi, schütt mal deine Stiefel aus. Ah, Krampf. Und? Hat er es gemacht? Ich hab's gemacht. Er hat's gemacht. Ich hab's gemacht. Er hat's gemacht. Leute, ich bin wieder zurück und heute nicht alleine. Ich habe jemanden mitgenommen, beziehungsweise wir haben uns hier getroffen, nämlich Mickey von Auftrag Geschichte, ehemalig oder AK Klappspaten TV. Oh, so, wir haben auch die Drohne da oben. Oh, das läuft jetzt gerade in den Schuh rein. Er hat noch nicht mal Schuhe an.
Es war kalt so ein bisschen. Ja! Es war letztes Mal nicht kalt. Mein Gott, ist das kalt. Oh mein Gott. Danke fürs Freiräumen. Oh. So Leute, die 100 Meter haben wir schon zurückgelegt. Ich mach mal kurz, dass ich hier noch eine Bestimmung kriege. Ich sehe die Drohne auch gerade nicht. Da oben. Oh, da. Hast du dein Handy mitgenommen? Nein. Gut, ich auch nicht. An der Stelle ist immer besonders kalt. Der Sack geht ins Wasser. Ja. Ja. Leute, es ist gerade richtig kurz kalt. Richtig kalt. Mhm. Die Maske darf von innen nicht nass werden, oder? Das ist das Problem. Die kannst du auch schwimmen. Also die also. Schwimmt nicht gut, aber die kann das auch. So, ich habe überall diesen Torf in. Du merkst ja schon auf dem Boden manchmal. Ja, da ist sie nicht mehr. Leute, ist das kalt. Hier ist er. Wo? Hier, genau vor uns. Ja, schon da? Ja. Ja, gute Idee. So, er hat mir so eine Maske mitgebracht. Ich hoffe, die ist gut. Wir haben jetzt ein bisschen Regiment aufgewühlt, aber wir machen gleich nochmal richtig geile Aufnahmen von Runden. Wir schwimmen nur noch über, wir haben diese tollen Schnorchelmasken dabei. Da können wir auch von oben richtig schön was sehen. Das ist wirklich Hammer, ich bin überwältigt, oder? Was mega, dazu? Mega. Ist das geil? Mega, und danke für die Maske, die ist ja Gold wert. Ja, oder? Ja, sag ich doch. Total absolut, geil. Absolut und jetzt geil. Ist auch nicht mehr kalt. Nee, jetzt geht's. Also wenn man im Wasser ist, geht's. Und die Aussicht ist natürlich auch unnormal, geil. Oder? Wir haben so ein bisschen Welle hier, aber ansonsten ist das schon geil. Ja. Alter, ist das heftig. Mhm. Ist das heftig. Ich sehe einfach dieser Panzer. Ja. Und da vorne ist ja noch einer, ne? Wo ist der? Ungefähr 300 Meter, 200 Meter. Auf jeden Fall hinter dieser Absperrung. Aber was sieht man da? Nur noch drüber, komplett drüber. Hier siehst du ja noch die komplette Wanne. Ist das dahin zu schwimmen? Weiß man immer, ich war ja auch noch nicht da. Aber Respekt, dass das beim letzten Mal hier alleine. Also Respekt. Ja, hast du die Barsche gesehen oder was da sind? Ja, die sind geil, ne? Aha. Das ist immer geil, ja. Bisschen Fische hast du immer. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I
face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Distance.